Was geht, Leute? Wieder eine Runde mit... War gerade Server Restart oder warum bin ich hier nicht drauf? Weiß ich nicht. Ah doch, jetzt läuft's. Hallo Leute, ich bin auch wieder da, der Dennis. Wir lieben euch. Natürlich, wir lieben alle unsere Zuschauer, jeden Einzelnen. Ja, wenn uns denn überhaupt jemand zuschaut. Obwohl, eigentlich sind es ja deine Zuschauer, es ist ja auch dein Channel. Auch wenn sie mir parallel auch mit zugucken. Ja, sie gucken dir nicht zu, sie gucken nur... Sie sehen mich hin und wieder durchs Bild hüpfen. Ja, so quasi. Ziemlich verplant. Unfreiwillig. Ritschditsch. So, wo bin ich denn hier? Ach ja, geil. Ich hab den Heli schon mal ein bisschen wieder aufgetankt. Der war nämlich fast leer. Hörst du da hinten? Oh, warte mal. Fuck, ich hab keinen Ton. Ich glaube, ich muss mich neu einloggen. Ich hab nicht meinen Ton am Fernseher. Soll ich einfach einen Headshot geben? Nee, Peter. Kann ich doch einen? Ich kann ihn doch abholen. Nein, ich will das nicht. Nee, warum nicht? Ich möchte dies nicht. Ich hab voll Bock, dir jetzt einen Headshot zu verpassen. Das? Klack, Junge, wie du tot wärst. Egal, komm, wenn du nicht willst, dann lass ich's. Muss aber auch pingeln. Doch jetzt, versuch doch, du Peter. Guck mal, hier der Jeep schwebt in der Luft, das sieht auch ziemlich lustig aus. Ja, ich gehe, lock mich jetzt nochmal kurz aus. Warum schwebt der Jeep in der Luft? Weiß ich nicht, ich muss jetzt gleich mal abchecken. Was bestimmt, ich hoffe, es ist ein Bug. Soll ich trau mich nicht da reinzusetzen, weil ich. Nee, setz dich da nicht rein. Wir gucken uns das erstmal zusammen an. Ich will das auch sehen. Wie der Jeep in der Luft schwebt? Ja, der schwebt so einen Meter in der Luft. Kann ich da drunter herkriechen? Ne, jetzt erstmal mein Skype. Okay, ich kann drunter herkriechen. Ich krieche gerade unter einem Jeep drunter her, der einen Meter in der Luft schwebt. Kann ich jetzt auch gebückt drunter hergehen? Tatsache kann ich. Ne, kann ich nicht. Ja. Was machst du mit deinem Skype? Ja, ich habe mir gerade meinen Status geändert. Achso, ja. Muss ich auch mal kurz machen. In DayZ, Zombie-Kalypse. Now. Zombie-Kalypse, now. Hm? Ne, now habe ich vergessen. Peter Lett. Piotr, was bist du so lustig, hä? Hier gibt's nichts zu lachen. In diesem Spiel gibt's nichts zu lachen. Hier ist alles todernst. Verstanden? Yeah. Okay. Gut. Weh, du lachst nochmal, ja. Ich krieg eine Kugel zwischen die Augen. Ah, der Schmied ist auch da. Ach, Lava. Hm? Dann lass uns mal in Teamspeak gehen. Würde ich doch mal sagen. Ja, dann, Ja, warte mal, ich guck erstmal, ob der überhaupt im Teamspeak ist. Ja, mach das mal, dann eier ich hier so lange noch rum. Wenn ja, sag mir Bescheid, dann wechsle ich auch immer. Na, du bist da. Ich geh mal in deinen Channel. Ja, nein, nicht, dann hab ich mich alles doppelt. Ja, warte kurz. Jetzt ist es besser, ne? Ja. Wer ist das? Bin mich gerade am Einloggen und bin im TS drin und Schmie ist auch hier irgendwo. Ja, der steht hier vor mir. Warte. Schreib dir mal, dass wir im TS sind. Oder frag dir mal, ob der überhaupt in den TS kommen will. Wer weiß, ich hatte ja noch kurz geguckt, ob alle Sachen noch da sind. Wer weiß. Ja, meine lieben Freunde und Zuschauer, ich habe einfach nochmal additiv auf Deutsch oder in normaler Sprache zusätzlich Tage frei. Warte, du bist gerade voll verschwommen, ich muss auch in den Teamspeak rein. Bin im Teamspeak. Achso, sind wir jetzt beide im Teamspeak? Warum bin ich noch im Teamspeak? Weiß ich nicht, warum du im Teamspeak warst noch, aber wenn ich wegen dem Florian. Welchem Channel sind wir? Lass uns mal in die Laber-Ecke gehen. Ja, lass doch einfach. Ja, egal. Moin. Moin, hallo. Moin. Alles fit? Ja, klar. Ja. Ich kann jetzt Hubschrauber fliegen, endlich wieder. Ja, noch eingebunden. Nein, ich kann echt. Ich mir jetzt alles mal anschauen hier. Ich muss dem Dennis gleich beweisen, wie gut ich fliegen kann. Aber warum sind hier Löcher im. Wenn ich wieder reinkomme, geht mal bitte vor meinem Lauf weg. Das ist manchmal so ein Bug, dann donnert der einfach los, kann er gar nichts gegen machen. Ich leg mich einfach pro forma schon mal hier hin. Warum? Nichts passiert. Ah, so, hier hängt kein Jeep in der Luft, Peter. Klar, der Jeep hängt in der Luft, du Held. Nee, der steht hier so. Bei mir, guck mal hier. Das siehst du den? Ist der vom kleinen Airfield, den hab steht ich der da? Guck mal, kriege ich gerade bei dir? Bei mir steht der. Guck mal. Bei mir steht der auch. Jetzt bist du unter dem. Ja, guck mal, bei mir schwebt der einen Meter in der Luft. Nee, bei mir bist du einfach nur unter dem und hängst zwischen den Rädern und der steht ganz normal. Ich kann. Gut, dass du den geholt hast, weil falls wir mal wieder einen Heli-Crash haben und die nicht wegkommen, ne? Richtig. Hab ich mir nämlich auch heute überlegt, dass wir auf jeden Fall noch einen GP hinstellen müssen, falls ihr den Heli crasht und ich dann auf einmal joine. Die haben ja jetzt heute noch einen Heli gecrashed. Heute Mittag, und zwar war das mit dem Flo.
Wir waren ein bisschen farmen, wir haben echt gut, müsst ihr mal in den Truck reingucken, echt, wir haben krasses Zeug gefunden. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, guck schon mal rein. Dann haben wir einen kleinen Little Bird gefunden, ich mich voll gefreut, ich sag, und der stand abschüssig an so einem Hang. Flo raus, guckte, jawohl, das Ganze funktioniert, voll getankt. Ich sag, super. Er meinte, ja, dann lass bitte tauschen, den kann ich nicht so gut fliegen. Ich sag, kein Problem. Er sich in den Großen gesetzt, ich raus, gucke, Auto Hover off. Wenn der Auto Hover off steht, bedeutet, es ist eingeschaltet, ja? Mhm. Ja. Drücke auf Q, er fängt an, er rutscht langsam den Hang ein wenig mit den Kufen runter, steigt auf und geht steil nach hinten. Ich habe nur Q gedrückt, ich denke, was macht er denn jetzt? Ich habe darauf gewartet, dass das Auto Hover das regelt, dass er wieder nach vorne kippt, ja? Ja. Wollte jetzt auch nicht eingreifen. Ja, da war schon zu spät. Da ist er voll rückwärts in die Tannen gekracht. Ich bin direkt gestorben. Nein. Scheiße. Und den großen Heli hat auch noch ein bisschen beschädigt. Aber wir haben ein paar Teile gefunden. Wir waren dann Elektro ein bisschen im Farmen, eine Scheibe gefunden und sowas. Ja, cool. Ja, hier, pass mal auf. Sascha, vielleicht weißt du das. Moment, diese Rucksäcke, die haben ja noch ein Extrafach. Ja, ja, ich hab's rausgefunden, Du musst, wenn du... Ich konnte gerade auf Open Back klicken, aber das ist jetzt weg. Jetzt ist da wieder Rearm. Nur wenn du in einem Fahrzeug oder so drin bist, geht das. Du kannst nicht zwischendurch drauf zugreifen. Das kann gar nicht sein. Ich habe das heute mal in einem Let's Play gesehen, dass das geht. Du kannst Open Back irgendwie machen. Ja, wenn du an einem Fahrzeug bist. Geh mal ans Fahrzeug dran. Nein, brauchst du nicht. Nee? Du gehst auf deine Aufrüstung, also geh. Dann wählst du mit der Maus deinen Rucksack an, gehst auf Open Back. Kann ich nicht. Stimmt, doch, da, ja. Jetzt klickst dann, du den einmal an und dann... Richtig, und dann siehst du, was hier und so, ne? Oben steht dann die Zahl halt, ich weiß nicht, 10 oder 12, was ihr habt. Aber jetzt habe ich gerade einen Bug, jetzt sehe ich meinen Links nicht. Ich habe 8. Da steht die 8 rechts oder links vom Backslash? Ich habe beides 8, ich habe 8 von 8. Ach, dann ist er voll. Nee, dann ist er leer. Hä? Eben hatte ich das, aber jetzt funktioniert das irgendwie 8 nicht mehr. 8 von 8, der ist leer, aber wie kann ich da jetzt was reintun? Indem du auf ein Item klickst, gehen wir zum Beispiel... Ach, und dann rüberschieben, meinst du? Ah! Dann schiebst du das einfach rüber. In den Rucksack rein? Genau, dann hast du es dabei, aber es ist im Rucksack, taucht nicht in dem Inventar auf, wo du direkt Zugriff drauf hast. Ah. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Soda-Can reintue? Dann ist die da drinne, dann schleppst du die mit dir rum und wenn du sie brauchst, gehst du wieder Open Back. Das musst du immer aufpassen, sonst schmeißt das nämlich weg und musst es rüberschmeißen in dein Inventar. Aber irgendwie ja, aber jetzt kommt das bei mir nicht mehr. Ich hatte eben das mit Open Back, jetzt sehe ich aber dieses komische, dass da oben rechts quasi eine neue Leiste ist, ne? Also jetzt, so, wenn du G drückst, dann hast du ja dein Inventar, ne? Das ist im Jeep, das ist, wenn du im Jeep bist. Genau, wo stehst du denn jetzt? Du darfst vor mir, ne? Ja. Durch irgendwie die Nameplates nicht angezeigt, lustig. So, ich drück jetzt G. Drückst G. Dann klicke mit links auf meinen Rucksack. Genau. Dann drück ich auf Open Back und dann passiert nichts. Und dann außer, dass links das alles wieder nach oben scrollt. Ja, das ist doch richtig, genau. Da kommt kein Bild. Achso, ach stimmt, jetzt sehe ich, krass, jetzt sehe ich links sind Zahlen, das richtig. Heißt links, das ist noch Cooked Meat, ein Heatpack ist da noch drin, ja, noch genau, viel Auto. Genau, das genau. Ist übrigens, das war dieser komische, in Anführungsstrichen, Bug, den wir gestern die ganze Zeit hatten. Dass unsere Sachen weg deshalb waren. Deshalb haben wir dieses scheiß Morphin immer nicht gefunden, weil das so die ganze Zeit immer aus. In der Sache... Ja, jetzt ist links, so. Was du im Back hast und rechts ist das, was du im Inventar hast. Ja, wie Porno ist das denn? Endlich, Junge. Und wie sehe ich, wie viel Platz da noch drin ist? Oben die Zahl. Oben an der Zahl. Also links ist dann... 4,12 stehen, das bedeutet, ich habe noch 4 Plätze frei. Im Back, ja. Und genau. 12, 18. Wenn die Zahl links auf 0 ist, bedeutet, das Ding ist voll. Bei mir steht 12, 18, aber ich habe nie im Leben in meinem Inventar noch 18 Plätze frei. 12, 18. Ja. Dann hast du 12, 18. Dann hast du ein 18er Back und 12 sind noch frei. Ja, das kann sein, stimmt. Ich habe ein 8er Back, richtig scheiße. Ja genau, du hast den ganz normal den Startback, ja genau. Ja, weil du so oft gestorben bist, du musst ja mal einen looten. Ja, lass uns gleich mal irgendwo hinfliegen, bitte. Du hast den Pravisher Soul, das ist ein 18er. Hm? Ich hab den mittleren, den 12er. Ja, am geilsten ist dieser ganz große in den Camouflage-Optik, ne? Ja, der ist richtig krass. Ah, jetzt weiß ich auch, was er meinte mit den Sachen, dass die im Inventar weg sind. Dass die im Rucksack weg sind, wenn ich den Rucksack wechsle. Aber ich hatte ja nie was im Rucksack drin, weil ich ja immer alles im Inventar rumgeschleppt habe. Ich habe meinen Rucksack noch nie benutzt. Ja, das Menüführungsding hier ist ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr scheiße. Musst du da auch erstmal.
Ja, krass, dann tue ich das jetzt erstmal alles in den Rucksack, das, was ich nicht brauche. So, das Genau. Essen kann ich zum Beispiel da rein tun, die Painkillers tue ich da rein. Richtig, richtig. Hey, aber das, wo du direkten Zugriff drauf haben möchtest, das musst du auch im Prinzip in der Hosentasche haben, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, du meinst so Granaten und so, aber so da kennst, kann ich ja zwischendurch einfach Ja, rüberziehen dann, ne? genau. Die kannst du in den Rucksack schmeißen. Wenn du brauchst, schmeißt du sie ins Inventar und dann tust du verbrauchen. Bloodbag lasse ich Ein mal lieber Bloodbag zum hier. Beispiel habe ich immer eins im direkten Zugriff und Ja. eins habe ich im Rucksack als Reserve. Ja, Ne? okay. Mach Genauso ich mit jetzt auch. Painkillers und, und. Hol Ich mir habe jetzt hier zum mal ein Beispiel, wenn ich Bloodbag jetzt, raus. was weiß ich, für meine Secondary 5 Magazine habe, ja, die Hm? brauche ich nicht, packe ich 3 in den Rucksack, 2 habe ich im direkten Zugriff. Ja, das ist echt gut. Aber jetzt, wie kann ich das machen, dass ich das. Achso, warte mal, hier Open Bag. Ah ja, nice. Jetzt kann ich das so machen. Ah ja, das ist echt ultra nice. Das habe ich nämlich die ganze Zeit immer in diesen Let's Plays gesehen, weißt du? Hab das gestern sogar noch. Gestern, nee, heute habe ich noch ein Let's Play geguckt und habe mich die ganze Zeit gewundert, hä, wieso geht das bei mir nicht schon so? Ja, echt Porno. Ja, dann würde ich sagen, hat irgendwer von euch Antibiotics mit? Okay, dann hoffe ich, wird reichen. Habe ich auch. Ja, ich nicht. Ich lasse mich nicht so oft infizieren. Ich würde aber jetzt gerne noch was trinken, bevor wir losfahren. Okay. Wohin wollen wir überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Sollen wir einen zweiten Hubschrauber suchen? Machen wir. Ja, würde ich Da waren der sagen. Flo und ich heute Mittag, wie gesagt, dran. Wir hatten ja auch einen gefunden. Ich habe mich auch voll gefreut, dass ein Little Bird war. Und dann hau ich das Ding in die Bäume rein und Connor nimmt mal was dafür. Ja, Ja, statt ey, Hessen. das bin ich, bin beinahe explodiert. Ich tot, Junge. Der große Heli beschädigt, der kleine explodiert. Ich denke, nein. Aber solche Fehler passieren halt, ne? Ja. Aber das macht ja den Charme des Spiels ja auch aus. Wäre ja auch läppisch, wenn wir die ganze Zeit immer alle Hubschrauber nur horten, weißt du? Nur vor Ich die will ja gar nicht, aber Schwein brauche ich Maschinenhorter. definitiv noch, Alter. Ja, weißt du, was ich heute gesehen habe in einem Video von mir? Dass ich den Flo erschossen habe bei den Zelten. Ja, da bei unserer ersten Und Zeltaktion hat der Rabbi den ja, Flo und der erschossen. Johannes, also der Joe, der hat mir vorhin, bei dem war ich ja aus Köln heute, der hatte mir erzählt, er hat sich von euch auch gesagt, ihr wart am Überlegen, ob ihr unseren Heli klaut am Anfang, hat er gesagt. Ach Ja, so. das haben wir einmal gesagt, aber wir hatten keine Ja. Waffen, nichts. Das war so Ja. geil. Also ja, die zwei, ich habe mir letzte Dings angeguckt, wenn der so, die zwei waren Gott sei Dank mal am Überlegen, unseren Heli zu Ja, klauen. klar, ich Ja, meine, das sind das so. ist einfach voll lustig, wie wir euch in unserer ersten Folge schon relativ früh eigentlich gesehen hatten, weißt du, und der Ja. Rabbi ja dann noch später mit euch mitgeflogen ist. Ihr seid die ganze Zeit über uns hergeflogen und ich bin irgendwann später die ganze Zeit nur unter euch hergerannt, weil ich nichts mehr gesehen habe und gehofft habe, ihr schießt die Zombies ab. Was natürlich total dumm ist, weil je mehr Zombies ihr abschießt, desto mehr kommen, weil der Heli so viel Kraft macht, ne? Ja, genau. Wusste ich nur zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich bin Und sowieso voll in dem Film, wenn ich jemanden ein nicht. Player musste aufpassen, Flo hat vorhin an der Fire Station erwischt. Dönerbruder heißt der Kollege. Wenn der auf dem Server ist, knallt ihn einfach ab. Okay, alles klar. Wir standen da und Flo war oben am Snipern. Wir haben auf Spawn gewartet in der Fire Station. Der Heli stand noch direkt davor. In Tscherno war das, glaube ich. Und plötzlich macht es Patsch. Er war tot. Ich gleich in die Rede rein, ich sage, ich bringe den Safe hier, dass der mich jetzt auch wegknallt. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen, von wo er geschossen hat. Bin hoch, da hat der Heli auch Schaden genommen. Der hat nämlich auf mich geschossen. Geguckt, ob ich ihn irgendwo sehe, war nicht auszumachen. Dann hat er sich in der Zwischenzeit, wo Flo wieder gespawnt ist, er ist auch in der Nähe gespawnt. Ich sage, ja, dann lauf hierher, flatter deine Leiche. Ich passe so lange auf der Luft auf und da war er wohl in das Gebäude gerannt, das habe ich nicht gesehen. Und hatte halt darauf gewartet, dass ich mich verpisse, dass er ihn looten kann. Er kam dann rein und dann hörte ich nur so in dem Gebäude. Brrr, ich habe ihn umgelegt. Das war da in dem Gebäude, in dem Dings drinne, in dem Treppenhaus. Und der Flo kam hoch und er kam runter und er hat gleich ein ganzes Magazin abgedrückt hier. Und ja, also der Ja, Kerl krass. ist Hat der direkt Monk nicht. irgendwie, war der heute online? Hat er Ja, irgendwas der war gesagt da kurz wegen sein. seinem Minibird? Nee, der hat nichts gesagt. Kam so an, hey guys und so, ich sag Ja, moin. das ist okay. Moin, so wie die Hessen alle immer sagen. Das finde ich lustig. Das Ja, sagen echt moin alle, halt, ne? ne? Ja. Habe ich auch gesagt. Zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe, habe ich mir das auch Ja, da kam dann angewöhnt. so ein XD halt zurück, ne? Ja. Er konnte wohl mit dem So. Moin auch nichts anfangen, aber. Ja, das glaube ich. Aber wir sind jetzt alleine im Server. Rabbi, fliegst du jetzt? Ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Rot, ach du Scheiße. Aber Was irgendwie, machen wir jetzt? warte, warum dreht der Heli sich? Ist der Der dreht sich kaputt? durch.
Ja, Motor. Warum ist der kaputt? Ja, wir müssen nach Tschernen Scrap Metal holen, oder? Genau. Ich weiß auch, wo das ist. In dem Fabrikgebäude ist. Warum ist der kaputt, Alter? Da war doch eben noch ein Ganz. Ja. Der Heckmotor geht gar nicht. Ja, warum geht der überhaupt nicht? Also, vorhin sind wir noch mit dem Ding geflogen. Ich bin auch noch vorhin mit dem Flo hier drauf gewesen. Also, beziehungsweise. War hier jemand? Nee. In dem Heli noch was drinne? Die Scheiben sind kaputt. Waren die schon kaputt? Nein, nur angerissen, nein. Ja, bei mir unten, genau. Unten und ein bisschen oben. Gut, dann lass den Heli sowieso erstmal ausräumen. Das hatten wir vorhin noch nicht getan. Der ist nämlich noch voll von unserer ganzen Loot-Aktion. Ich bin vorhin noch mit dem zum Flugplatz geflogen, wieder zurück. Und da war er noch wunderbar in Ordnung. Das ist ein Bug. Super. Jetzt müssen wir wie gut, dass der GPU ist. Ja. Räumt das Ding leer, schmeißt alles in den. Beta, ich wirf dir, Mann. Open Bag. Ah, wie cool. Jetzt kann ich da ja Sachen machen. Ja, die Jerrycan nehmen wir mit dann am besten, oder? Ja, alles raus aus dem Leben. Oh, so eine Scheiße. Pass auf, jetzt gucke ich wieder das Video an und habe ich den kaputt gemacht, irgendwie durch irgendeinen Grund. Aber unwahrscheinlich. Was ist so geil, Mann, mit diesem Open Bag, Alter, ohne Scheiß. Ohne Witz. Wir lernen Alter. Nur noch nützliche Sachen, ne? Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir das Spiel komplett verstanden, glaube ich. Ja. Gut. Ach so, drück mal auf Einfügen, Dennis. Einfügen? Um, über Position 1. Während ich im Rucksack bin, oder? Egal wo, mach einfach. Habe ich jetzt? Passiert nichts. Ah nee, okay, dann ist es hier ausgeschaltet. Wenn du auf einem Server bist, wo dieses, wie heißt oben diese Anzeige, wo du siehst, wie viel Humanity du noch hast und so. Achso, du meinst die Statusleiste. Den Debug-Monitor. Ja genau, wenn der auf dem Server erlaubt ist, dann kannst du den damit ein- und ausschalten und einfügen. Habe ich jetzt eben auch rausgefunden. Da waren wir auf einem Server, wo der erlaubt war. Hier Standard ist noch hier drin. Dann ist die Karre leer. Oh, ist doch jetzt sowas von abgefuckt. Jetzt kann ich auch nicht beweisen, dass ich fliegen kann. Ja gut, wir fahren jetzt erstmal zum kleinen Airfield. Hast du geübt oder was? Ja, ich war jetzt noch heute Mittag eine Stunde anderthalb auf meinem im Editor und habe meinen Joystick richtig eingestellt. Ah, alles klar. Boah, der ist auch fast voll hier, ne, der Truck. 18 Plätze sind noch frei. Ja, müssen wir bald einen anderen holen. Ja. Oder wir sortieren hier einfach mal Zeug aus, was wir gar nicht brauchen. Das machen wir mal die Tage, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, es ist nicht so viel Zeug, was wir nicht brauchen. Ja, stimmt schon. Ja, eigentlich ganz gut aus. Also Munition nehme ich ja grundsätzlich mit, weil einfach mal um die Knarren noch ein bisschen durchzuspielen. Entschuldigung. Eigentlich vier Taschen, dann die ganze rausschmeißen, braucht kein Mensch Taschen lassen. So. Sind wir hier dann an der Taschen haben und drop die mal hier um. Ja, ich habe meine Military Lamp, die behalte ich einfach nur, weil ich die gefunden habe. Ja. Aber sonst nehme ich die auch nicht mit. Eine Water Bottle, die kann ich hier rein tun, eine leere. Ja, auf jeden Fall, sowas immer. Ja, was habe ich denn hier noch? Ja, den Rest brauche ich selber. Low Spec, was haben wir hier noch? Drei Soda Cans. Haben wir noch Antibiotics hier drin? Ich habe mir eine rausgenommen, eine müsste noch drin sein. Ja, nehme ich mir auch noch mal eine rein, in meinen Bag. Du hast doch zwei dann, oder nicht? Eine reicht doch. Ne, ich hab keins. Ach, du hast gar keins? Achso, ja, dann nehmen wir. Nee. So, und dann packe ich mir noch die Magazine für meine G17. Wo sind die hingekommen? Wer hat denn die Jerrycans? Ich hab jetzt nur die 21er, die leer ist. Ich hab gar keine. Ja, dann hat jetzt bestimmt der Sven die noch. Oder... Nee, kann eigentlich nicht sein. Waren vier Stück müssen es sein. Wir haben schon mal eine gefunden. Ach, noch eine. Ja, wir haben 24 Liter. Ich nehme noch eine Rauchgranate mit, ne, zur Not. Painkillers habe ich, glaube ich, noch im Rucksack. So, zwei essen, ein trinken. Ein trinken würde ich gerne noch mitnehmen. Ja, Painkillers habe ich im Rucksack. Bandages brauche ich noch eins, auf jeden Fall. Wo haben wir hier die Bandagen?
Wollte Flo nochmal online kommen? Nee, der hat keinen Bock mehr, weil sein Internet abgekackt ist. Ah, okay. Sollen wir die Standardmagazine auch einfach mal ins Auto packen? Aber wenn er im Arsch ist, ist auch scheiße, ne? Ne, so, lass die Standards mal hier. Ich hab 3 mit. Das sollte für mich reichen. Ich hab auch 3 dabei. Einen Ausflug. Ich hab die Jerrycan, die ist aber halt leer. Ist in dem Auto noch was drin? Auto ist auch noch was drin, glaube ich. Ne, ich meine, ich hab den vorhin ausgeräumt, als ich gespielt hab. Achso, okay. Dann muss ich gucken, guck mal. Ja, der ist leer. Ja, wollte ich schon sagen. So, ist der Heli? Ja, doch, ein M4A1 ja, ist da drin, Schrott, aber. Ja, damit startet. Ja, wollte ich gerade sagen, lass das ruhig da drin. Braucht kein Mensch. Aber das fuckt mich mit dem Heli jetzt aber ultra ab. Ich guck mal kurz ins Video rein, ob ich. Der Heli ist auf jeden Fall leer. Den geschrottet hab ich. Jerry kennt jetzt im Dings? Ich hab eine Jerrycan bei mir. Was ist denn an dem Heli? Vielleicht sind die da drin. Noch. Nee, die waren alle. Hier sind noch 3 Stück. 3 Stück sind im LKW. Achso, wahrscheinlich hab ich nur die leere gesehen, weil die mit E anfängt, weißt du? Ja, ja. Mir ist das ja alphabetisch sortiert. Der Heli da hinten ist immer noch kaputt, oder? Ja, ja, klar. Also ich guck hier gerade, als ich gelandet bin, war da noch vollkommen in Ordnung. Ja, aber du siehst ja hier, die Scheiben sind kaputt. Ja, aber als ich hier drin war, im Video waren die noch ganz. Dann sind die Scheiße. Warte, ich guck mal, was was wir brauchen. Ja, der Heckrotor hat sich nicht gedreht, deswegen kannst du nicht fliegen. Ja. Aber der zeigt mir auch nichts an von wegen reparieren. Wenn ich hier. Ah, doch, hier. Also. Och nein, ich sterbe. Was? Könnt ihr mich verbinden? Hier drüben, ich liege am Heli am Rad. Ja, ich mach schon. Was ist passiert? Ja, Bug. Ja, der Heli ist irgendwie voll verbuggt, kann das sein? Ja, der ist hier kaputt. Warte, bleib mal stehen, Peter. Ich kann mich verbinden. Ja, ich laufe, ich mache nichts. Da du fällst und. Ja, ja, alles verbuggt. Da. Ich hab nichts gemacht, ich bin nur in den Hubschrauber rein. Ja, jetzt bist du tot, ich kann nichts machen, ich kann nicht nur noch studieren. Ja, nimm mein ganzes Zeug und schmeiß in den. Warte, kannst du das machen? Ja, aber wir haben keinen Heli, dann holen wir dich gleich mit dem Auto. Ja, wir müssen dich mit dem Auto abholen. Ja, dann packen wir den ganzen Stuff von ihm ins Auto. Warte, ich fahr das Auto her. Ja, mach das. Ach, ihr Fuck, ey. Das ist doch erstmal echt räudig. Woran liegt das, dass das hier auf einmal alles so buggy ist, Mann? Vielleicht, weil wir hier zu viel gehortet haben. Ja, der läuft nicht. Wie mache ich den an? Einfach auf W. Passiert nichts. Ich steig mal aus. Ja, bei mir schwebt der ja immer noch in der Luft. Steig mal aus. Ich bin Ciano bei Omel. Auf der scheiß Insel da. Ach du Scheiße, was die weiter weg ist. Ja, jetzt fährt er. Ja, bei mir ist er nämlich gerade runtergefallen. War näher ran. Ja, ich hab nur gerade. Nicht über ihn drüber, nicht über ihn drüber. Nein. Ja, so ist gut. Lass ihn, bleib einfach so stehen. Ich bin zwischen Elektro und Kanon und Joch da. Bei Ormel. Das ist ultra weit, ey. Nimmst du die Waffe von ihm? Ja, da muss ich meine erstmal zwischenlagern. Ja, lager. Aber nicht im Hubschrauber. Was? Ja, doch, lager die. Ja, nee, besser nicht. Nein, nicht im Hubschrauber. Ja, besser nicht. Und vor allen Dingen das Deck mitnehmen, das ist ganz wichtig. Was? Was mitnehmen? Das Deck an sich. Den Rucksack? Ja. Ah ja. Dann muss ich meinen auch erstmal kurz in den Jeep tun, ne? Ich laufe nach Solinki hoch, ja? Du musst die G17 nehmen, weil ich hab keine. Ich hab die schon. Okay. Hey, diese Abfahrt. Du musst auf jeden Fall vorsichtig fahren mit dem Auto, ne? Ja, keine Panik. Von den Sachen ist. Keine Panik. Mein Rucksack erstmal zwischenlagern. Toolbox raus, Map raus, Hunting Knife raus, Snoss raus. G17, Flashlight. Ich kann gar nichts reintun, weil du die ganze Zeit da machen bist. Ich so, jetzt mach mal. Okay, deine Leiche ist leer. Ja gut. Muss ich noch kurz meine Sachen hier zurechtpacken.
Also meine G36 habe ich. Ach, du hast auch eine G17 Ravi, ne? Hm? Du hast auch eine G17 Ravi, ne? Ich habe eine G36. Nein, G17. Ach so, ja, habe ich. Ja, ich wundere mich nämlich gerade, dass da hier noch eine drin ist. Ja, behalte die doch erstmal im Inventar, solange du nicht euch zurückgeben. Nee, ich habe die jetzt hier reingetan in das Auto einfach. Okay. So, dein Fernglas habe ich, alles ist da drin im Auto. Hat er noch was? Nee, ne? Hat nichts mehr, oder? Nee, ich hab schon alles zugetan. Ah, gelootet. So, jetzt muss ich mal kurz eine Markierung setzen. Und bitte wo bist du? Vorsichtig. In Elektro, ne? Ne, in, ja, ne, hier noch Sonnitschni oder Sonnitschni. Sonnitschni? Sonnitschni, genau. Sonnitschni, ja, gut, das ist ja super easy. Da laufe ich jetzt hin. Das war schon ein Wegpunkt. Ja, ich auch, und ich muss dann an der Küste langfahren, deshalb. Was war das denn jetzt? Da ist überhaupt kein Hubschrauber! Was? Alter! Da ist ein Bug, da ist ein ziemlich dicker Bug am Hubschrauber. Keine Ahnung. Bei mir sieht er, bei mir sieht er den Hubschrauber. Also was? Jetzt musst du in die andere Richtung, ne? Ja, ich muss hier über die Berge. Und das Ding ist, der Hubschrauber ist total verpackt. Ja, das, ich hab, bin gerade dran vorbeigefahren und hatte noch einen Meter Abstand und trotzdem ist er irgendwo gegengeknallt. Ja, vor uns ist ein Gebüsch, Alter. Fahr da doch ja, nicht warte, ich kann gerade nicht lenken. Das ist ja alles voll verbuggt, Alter. Aber die Gebüsche machen das auch noch nicht kaputt, also ist das nicht der Film. Ja, ich wusste es nicht. Ich dachte, weil dahinter stand ein Baum. Nee, keine Panik. Ist ja auch nicht schneller, fährt gerade der Wagen hier. Ja, es dauert jetzt natürlich, bis wir da angekommen sind. Ja, ja. Ich muss ja auch ein paar Meter laufen. Okay, bei mir hängt gerade. Ah, warte, ja. Ja, bei mir hat es auch gerade geleckt. War auf jeden Fall ultra vorsichtig, Mann. Keine Panik. Hab keinen Bock hier nachher festzuhalten. Habt ihr Jerry kennst du schon gefangen? Was? Jerry kennst du schon? Ich hab einen, ja. Ja, okay. Hast du mal durch die kleine Ortschaftsmenschen, der hier irgendwas kommt? Wie viel Fuel haben wir denn, Ravi? Noch voll. Ich hab den noch aufgetankt, bevor wir... bevor ich mit dem Heli geflogen bin. Ah ja, stimmt. Ich brauche langsam eine Straße. Ah, meine Pizza ist da, du fährst ja eh gerade. Ich bin ja immer gerade in die Tür. Tu es! Cool. Ey, sowas abgepackt. Ja, jetzt haben wir gar nichts mehr, ne? Nur noch zwei, ja, ein Auto und ein... Moral, der voll ist. Oh, ich weiß noch, wo Moral steht. Ja, am Flugfeld, ne? Ne, da vorhin, wo ich den Heli gecrashed hab, da stand auch ein Moral oben. So ein gelber, ne? Ne, war ein grüner, war ein Military. Ich hab... Scheiß Steuerung. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein Heli organisieren, ey. Scheiße. Ja, definitiv. Ohne Heli mache ich keinen. Meter mehr. Nee, das macht auch keinen Sinn. Es dauert das auch Ewigkeiten, bis wir da einen haben, weil ich mit dem Auto, da kannst du 8000 Jahre fahren, bis du auf die Spawnpunkte alle abgeklappert hast. Ja. Alter. Wieder da? Werde bei dir praktisch in den Spawnpunkt, da werde ich auf die Insel rüber schwimmen und werde mal gucken. Ja. Ob das vielleicht einer ist. Es wird zwar Ewigkeiten dauern, aber ja, das wird ich machen. Ich glaube, geht dann zu beide. Aber komisch jetzt. Ja, das kommt verpackt halt, ne? Mhm. Boah, ich hab so Hunger, Alter. Ich hab eine Pizza bestellt. Mit Gyros drauf, Alter. Guten Hunger. Danke, danke. Ich hab heute noch nicht wirklich was gegessen, außer... weiß ich nicht, einen Toast. Ich hab schon chinesische Nudeln gegessen. Okay, wir fahren gerade davon weg, ne? Kann das sein? Ich brauche hier eine Straße, die nach links abbiegt.
Ja, ja, kommt jetzt gleich, kommt jetzt gleich. Okay. Und die führt uns genau in die richtige Richtung. Ich hab schon mal ein besseres Porto gegeben für den Fahrrad. Ja, ist so. Ja, der Ball ist blau. Aber wisch, ja, aber ich kann sagen, wir sind mal nicht schneller. Ja, ich hab, Sascha, ich hab heute auf der Arbeit angerufen, weil ich ja eigentlich wieder Praxisphase hab. Ja. Hab gefragt, wann ich denn arbeiten muss morgen. Er meinte, ach, oh, der Dienstplan, guck ich jetzt mal. Und er meinte, ach, oh, oh, du musst erst am Freitag arbeiten. Boah, cool. Ja, normal weiß, Alter. Und das Geile ist, ich hab sogar auch dann am Wochenende wieder frei. Das heißt, ich arbeite diese Woche nur einen Tag. Das ist doch fett. Ja. Das ist absolut geil. Ja, Mensch, ich kann machen mal was hier. Will mal, da kommen Straßensperren. Aber Scheiß. Nicht, dass wir wieder auf irgendeiner Waschmaschine verstranden hier. Ja. Wie letztens mit dem Humvee, Alter. Das war richtig mies. Jetzt weiß ich nur nicht, wenn ich so einer langen Strecke schwimme, ob das funktioniert wegen meiner Körpertemperatur. Ich wollte gerade sagen, hast du ein Heatpack mit? Nee, ich weiß nicht, ob das noch Wasser mit. Also ich habe ein Heatpack dabei, sonst wenn du wieder zurückgeschwommen bist, kann ich dich dann versorgen. Ich habe irgendwie aus Intuition gedacht, ich merke, komm, jetzt hast du schon mehr Platz im Rucksack. Dann nimmst du es mit. Genau, richtig. Nee, ich habe kein Heatpack dabei. Ich habe ein Bloodpack, Team und ein Antibiotika. Naja gut, ich riskiere es einfach mal dahinter zu schwimmen. Ey, Ravi, die Scheibe ist wieder ganz von dem Wagen. Hä? Ja, die Frontscheibe ist wieder ganz. Was? Ja, ich sitze innen drin in dem Wagen. Voll. Und bei mir ist die wieder ganz. Vielleicht ist die rausgebrochen. Die ist einfach ganz raus. Das kann auch sein. Weiß ich nicht. Auch nicht. Ja, abgepackt, dass es kein Autorun gibt, ne? Ja. So Wegstrecken. Ja, das ist echt mies. Was denn? Dass es kein was gibt? Autorun. Ja. Philipp, achte mal auf den Treibstoffstand. Ja, geht noch. Noch nicht mal die Hälfte. Achso, wegen der Scheibe? Ja, eben. Ja, passt schon. Du bist zu dieser Island-Galaxie hier. Warte. Nach so den fetten Insel? Ja, ja bei der vorbei. Ja, und da schön mit dir kennen. Da lassen sie nicht vorn. Da haben wir uns unseren ersten Heli gefunden. Mhm. Der ist prima, Ravi. Danke. Fingernagel, Jörg, das ist ziemlich scheiße. Wenn da drüben kein Heli ist, darf ich mich von Zombies killen und spawn wieder neu. Ja, wir sind ja jetzt eher an der Küste. Ja, ja. Und dein Loot ist eh bei uns im Auto. Deswegen, ja. Das passt. Das passt. Das packt mich jetzt mal richtig ab, die Scheiße hier. Was, schwimmen? Nee, kein Heli. Achso, ja, ja. Das war einfach. Was machst du? Muss ich nicht hier durch? Ja, der ist gerade aushaken. Jetzt fahren wir im Umweg, aber ist egal. Jetzt die nächste links. Laufen wir eigentlich schon wieder. Was? Du auf? Ja, ja. Okay. Jetzt die nächste wieder ja. Links. Nee, nee, fahr einfach rechts, fahr einfach rechts. Und dann die nächste Möglichkeit wieder links. Wo
jetzt gleich kommt die Möglichkeit nach links zu fahren. Ja, ich weiß. Ja, hier ist es schon. Das dauert 100 Jahre oder so. Alter, boah, zum Glück sind die Reifen noch da. Alter, das ist einfach gespawnt. Was war denn? Ja, so ein Hindernis auf der Straße, einfach wieder gespawnt. Alter, das war ultra knapp. Ja, deshalb muss ich langsamer hier fahren, Alter. Da ist wieder ein Auto gespawnt. Fahr langsamer, Peter. Ja, ich fahr ja langsam. Rechts vorbei. Alter, das war immer ultra knapp. Ja, das war richtig asozial, Mann. Fahr langsamer hier in die Richtung. Schon in die nächste Straße. Wo ist denn der Sven heute? Der Sven, der muss lernen. Er hat Prüfung am Tage. Okay. Der studiert Physiotherapie. Ja, freiwillig. Ja, natürlich freiwillig, Peter. Ja, und jetzt halt rechts an der Hauptstraße, ne? Oh, schon wieder ein Auto gespawnt. Na, zur Not kann man auch querfeld einfahren. Der ist voll langsam. Nee, fahrt für Straßen. Okay. Ja. Querfeld einfahren, das spart keine Zeit, weil du einfach viel langsamer bist. Okay. Kann ich mal zeigen, ich fahr jetzt mal auf dem Feld. Ja, Tatsache. Mit Verschwendung. Ja, wir sind schon an den drei Inseln. Ja, noch 2 Kilometer. Nein, hier sind wir ja noch gar nicht. Das ist aber scheiße. Das war nur Bay, nicht Neu. Die kommen erst hinter der großen. Ja, wir haben einmal das Cut hier, dann haben wir eine Island und dann kommen so 3 Kleine. Ah, genau. Und die schwimmen auch die ganz große. Also wir sehen jetzt gerade erst nicht Neu, sind noch nicht in Solnitschi. Ach so. Nein! Oh, Peter! Boah! Alter, Peter, ist das Gelenk gerade ausgebrochen einfach. Ja, das ist einfach nur so ein hässiger Bug, Alter. Ich hab nichts gemacht, bin einfach nur gerade ausgefahren. Alter. Aber das war so ultra knapp, Junge. Was denn heute mit den Fahrzeugen los? Ich höre keine Ahnung. Das ist ein Tiger Grand, der braucht. Ja, und der ist rechts über uns. Wer ist denn noch bei uns auf dem Server? Ja, nur der Ron. Okay. Ja. Der Romp macht mit diesen Loks oder wie der eigentlich. Stimmt. Auch noch okay. Wie gesagt, Döner, kannst du ja nicht. Mahlzeit. Mahlzeit. Das dauert 800 Jahre. Da sind gleich da. Wettet du dir, und zwar voll umsonst. Lass uns mal kurz auftanken, bitte. Ja, warte kurz. Ich muss gerade meine Pizza weglegen, damit ich auftanken kann. Sonst ist das hier zu wenig Platz auf meinem Schreibtisch. Ich mach das Auto erstmal aus, genau. Wo ist der scheiß Ronk? Lass den. Der ist auch. Warte, ich guck mal gerade. Der geht mir immer auf den Sack, soll uns in Ruhe lassen, Alter. Ich guck mal gerade, ob hier im Auto zufällig eine Jerrycan drin ist, dann kannst du mir schön helfen, Peter. Jungs, ich sehe ein Boot.